Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen am 28.12., nein, 29.12. für euch. Das heißt, für euch ist Sonntag, für mich ist noch Samstagabend. Zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Bald ist Silvester, draußen wird schon rumgeschossen, geböllert, keine Ahnung was, es ist doch noch gar nicht Silvester, warum macht ihr das? Ja, nee, warum rede ich so komisch? Hallo und herzlich willkommen zu Harry Potter. Ja, ich habe den Spielesound nochmal ungefähr doppelt so laut gemacht, weil der war wirklich extrem leise. Ich habe zwar gesagt, es stimmt, allerdings hat man Dialoge nicht verstanden, wenn man kein Headset hat. Wahrscheinlich waren die das geschrieben haben, alles Headset-User. Und ja, das ist halt einfach nochmal ein Unterschied, habe ich da drin alles mitgenommen. Konnte man die Fahnen vielleicht verzaubern? Tatsache. Oh, habe ich gesehen. Kommen jetzt noch ein paar Bohnen und ein paar Kesselkuchen und ein paar Kürbispasteten. Ich mag die Kürbispasteten. Nee, eigentlich habe ich noch nie Kürbispasteten probiert. Allerdings würde ich das wirklich mal gerne. So, welche Richtung? Wo kommen wir her? Es ist so lang her, ich weiß es gar nicht mehr. Was hat sich gereimt? Okay, sind wir hier richtig? Was war dann in der anderen Richtung? Ich wollte... Ah, Double Kill. Yes, das wollte ich. So, wirft mir eure Bohnen zu. Dann kann ich euch töten. Hihihi. okay. Ja, meine Schwester spielt gerade Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ich muss ihr heute zweimal helfen. Dank des Let's Plays habe ich mich natürlich auch gut damit ausgekannt. Ich fand das irgendwie komisch, als sie mich um Hilfe gefragt hat, wegen des Spiels. Aber egal. Ich muss ja auch nicht alles erzählen, was mir hier so passiert. Anscheinend war es die richtige Richtung. Dann ist natürlich die Frage, was passiert wäre, wenn wir in die andere Richtung gelaufen wären. Oder war da einfach nur die Plattform, weil... War halt einfach so. Sammeln wir das auf, wenn wir springen? Ich hoffe es doch. Ja, perfekt. Hätten wir hier wahrscheinlich wieder zwei Geheimgänge. Es ist echt hinter jedem Wandteppich irgendwas versteckt, habe ich so das Gefühl. Bei jedem ist ein bisschen übertrieben, aber fast bei hinter jedem Wandteppich ist irgendwas versteckt. Ach, und im letzten Part wollte ich ja Surfing USA hinterlegen, allerdings habe ich es dann doch gelassen, weil ich gedacht habe, nachher kriege ich deswegen noch Copyright-Probleme. Ich meine, Harry Potter an sich ist schon riskantes zu machen. Ganz einfach, weil Warner Brothers jetzt nicht, sagen wir einfach, ist es nicht das YouTuber-freundlichste Unternehmen. Da gab es früher schon einige Probleme mit denen, bei anderen YouTubern. Und generell so ein Spiel ist, keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht ist es ja ganz schön riskant, das hochzuladen. Da kriege ich einen Strike und dann ist irgendwann aus. Nee, eigentlich bin ich da gut. Also, so viele Sorgen habe ich da nicht. Ich bin ja, soll ich jetzt das echt erzählen, ich bin nicht verpartnert? Oh nein. Warum erzähle ich das in diesem Let's Play? Hallo, ich bin Maudado. Oh, die Bildkarte. Nein! Wait! Hä? Okay. Egal. Ihr habt das auch gerade gesehen, oder? Irgendwie war das komisch. Wir fahren wir diesmal rechts, links entlang. Letztes Mal war eigentlich auf der... Also, wir sind letzte Aufnahme ja schon eine Runde gesurft und da war die rechte Seite auch die bessere. Deswegen könnte vielleicht diesmal die linke die bessere sein. Jetzt hier war auf jeden Fall kürzer. Ob das unbedingt heißt besser, kann ich nicht bewerten. Allerdings war sie kürzer und in unserem Fall ist gut. Und jetzt will ich auch diese Bildkarte und nicht mehr so komisch wegklitschen. Perfekt. Und dann könnte diese Rutschpartie auch langsam enden. Na? Nein? Doch? Vielleicht? Schild! Yes! Okay, dann würde ich sagen, haben wir alle Schilder hoffentlich. Schauen wir auch gleich, ob es wirklich alle sind. Die waren 9 von 10. Das letzte wird anscheinend mitgezählt. Dann haben wir alle. Bitte haben wir alle. Ich habe alle 10 Schilder. Perfekt. Das war jetzt, glaube ich, der letzte Zauber, den wir in diesem Spiel lernen. Mit jedem Charakter war es, glaube ich, eins. Das hier ist der Bohnen-Bonusraum? Ganz genau, Harry. Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Ich wollte es eigentlich verzaubern. So. Soweit ich das in Erinnerung habe, wird auch der Bohnen-Bonusraum jedes Mal, wenn man ihn macht, also kann man da ein bisschen mehr bekommen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Allerdings weiß ich es nicht mehr genau, okay. Den Wandteppich kann man nicht verzaubern im Bohnen-Bonusraum.
Da müssen wir dran vorbeilaufen, damit da irgendwas passiert. Ich will alle Bohnen. Ich will sie. Alle. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, in diesem Spiel kann man die Bohnen echt gut gebrauchen. Deswegen bin ich um jede glücklich, wenn man sich halt diese ganzen Karten kaufen kann, wodurch man noch mehr bekommt bei Fred und George. Und die sind echt interessant, glaube ich zumindest. Ich habe das Spiel gar nicht mehr in Erinnerung, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Aber ich glaube, die waren ganz interessant. Jetzt habe ich mich wiederholt. Egal. Okay, Kürbispasteten. Ich weiß gar nicht, wie ist eigentlich die Währung? Wie viele Bohnen ist eine Kürbispastete wert? Ich wusste es doch. Wir haben doch einmal nachgeschaut in der letzten Aufnahme oder so. Allerdings bin ich so vergesslich, dass ich das schon wieder vergessen habe. Ich würde sagen, springen wir noch das Ganze hier hin und her. Da bekommen wir immerhin Kesselkuchen. Und Kesselkuchen sind gut. Ja, mit denen kann man sich mehr kaufen. Das sind einfach die wertvollsten. Mehr muss man dazu nicht sagen. Okay, und da hinten sind auch noch ein paar. Und dann würde ich sagen, haben wir den Bohnen-Bonusraum wieder fast komplett leer geräumt. Tja, wir müssen dann halt einfach die Leerräumer. Ja, das war ein guter Satz. Harry, das war ein guter Satz. Und dann noch die Bohnen und in der Mitte liegt ja noch ein bisschen was durch die Truhen, die sich vorhin geöffnet haben. Und jetzt ist die Set gleich um. Allerdings haben wir sehr viel. Also ich bin zufrieden mit unserem Ergebnis. Wenn ihr es nicht seid, dann könnt ihr mir das schreiben und dann ist mir das auch relativ egal. Warum sage ich das denn überhaupt? Kannst du jetzt Dinge gefrieren lassen? Ja. Ich konnte überall rumrutschen. Boah, krass. Krass. So groß wie Hagrid. Die blauen oder die purpurnen? Ach, ich denke, das macht auch keinen Unterschied. Du kannst die Glacius-Aufgabe noch einmal versuchen, Harry. Oder wir kommen später wieder. Ich würde sagen, wir müssen da nicht mehr rein. Allerdings können wir die Ritter hier noch verzaubern. Ich glaube nicht, dass hier ein Versteck ist. Hier werden irgendwas Platz für ein Versteck. Das wird mich jetzt überraschen, wenn hier ein Versteck ist. Allerdings, nein, möchte ich nicht. Ja, er möchte es nicht. Ich möchte es auch nicht. Na, seid ihr endlich leer? Warum geht ihr nicht leer? Ich möchte euch nicht länger verzaubern. Okay, irgendwie habe ich langsam das Gefühl, da kommen endlich viele raus. Ich will da... Okay, doch nicht. Es wäre auch ein bisschen OP, wenn da unendlich viele rauskommen. Nein, möchte ich nicht. Trotz des gefährlichen Besuchers in Hogwarts wollte Harry unbedingt Hagrid besuchen. Er wollte hören, wie Seidenschnabels Verfahren gelaufen war. Ich glaube ja. Armer Seidenschnabel. Okay, Hermine sah gerade echt traurig aus. Krätze. Da ist ja Krätze. Siehst du, Ron? Krummbein war unschuldig. Ja, eigentlich waren die doch verstritten in der Zeit komplett. Ach nee, wegen Hagrid haben sie sich dann doch nochmal zusammengerauft. Und da war der Grimm. In Anführungsstrichen, weil es ja nicht wirklich der Grimm ist. Hab ich dich, du freche Ratte. Die peitschende Weide kommt jetzt wieder in die Quere. Pass auf, die peitschende Weide. Wenn der Hund da reinkommt, dann schaffen wir das auch. Okay, das ging einfach. Ja, im Buch war es ja so geschrieben, dass man da eigentlich gar nicht näher an die peitschende Weide drankommt. Und man einen bestimmten Knollen am Baum berühren musste, um die peitschende Weide für eine bestimmte Zeit stillzulegen. Und es konnten halt nur die drei Animagus, es waren damals Krummbein. Krummbein, wer war Krummbein? Nein, Krummbein war die Katze. Wie war das nochmal? Das war Sirius Black, Harrys Vater und dann noch dieses Skelett. Nein, ach, wie hieß denn der Typ? Also in diesem Moment ist es Krätze. Aber wie hieß der? Wie hieß der? Und ich glaube, der baut sich wieder zusammen. Deswegen würde ich erstmal warten. Wie hat man den nochmal... Ach so, wir müssen zusammen draufzaubern, um den schlussendlich zu töten. Richtig, so war das. Krummfinger? Nein. Ah, wie hieß... Schreibt es mir am besten in die Kommentare. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ hieß.
Also der Typ, der in Krätze verwandelt ist. Habe ich jetzt gespoilert, wenn ich sage, dass Krätze eigentlich ein Mensch ist und ein Animagus ist? Ein Animagus ist ein Mensch, also ein Zauberer, der sich in ein Tier verwandeln kann. Diese sind extrem selten. Da hat es auch eine gewisse... Okay. Einen gewissen Zauberer-Schwierigkeit. Also der Zauber ist anscheinend schwierig und das muss man Ewigkeiten lernen, um das zu können. Zum Beispiel Professor McGonagall kann sich in eine Katze verwandeln, dass irgendwas hinter uns noch explodiert, habe ich das Gefühl gehabt. Aber war anscheinend doch nicht so. Hermine hat hier brav gewartet. Komm, wir schubsen noch den Kessel um. Und ich erzähle dir Zeug. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich glaube, wir gehen noch bis zu diesem Buch und betten an diese Aufgabe. So, ja. So, Hermine, schnapp dir mal den anderen Schokofrosch. Nimm den dir. Komm. Ja, fein gemacht. Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.